ja praktisch diese Sending Organization, so wie Care International das in Amerika war, und da ist der Kontakt mit den Leuten ja schon immer da, mit den Leuten, die packen und mit den Leuten, die die Pakete bekommen. Also für mich war es schon wichtig zu sehen und mit denen zu reden und nicht alles nur übers Internet zu machen, weil solche Sachen gibt es genug. Ich wollte diese Persönlichkeit aufbauen, sonst hat es für mich keinen Charakter. Es war ja immer eine Freude, das Paket bekommen und dann war es auf dem Tisch und dann was auch immer. Alles, was man gerne hat. Klamotten gab es halt im Osten auch, aber nicht solche. Kaffee gab es vielleicht auch, aber nicht solche. Im Osten gab es halt so komplett nur Standardsachen, die man nicht haben wollte und die nicht geschmeckt haben. Dann hast du einen Zettel bekommen, okay, von der Post was abholen. Und dann muss es dann, okay, könnte ja sein, wenn ein weißes Paket ist oder ein gelbes. Ja. Das war, worauf man sich am meisten gefreut hat, also jetzt von Geschenken, so Material, weil das konnte man unter gar keinen Umständen irgendwo anders herkriegen. Prägnant war ein Paket, wenn man die geöffnet hat, dieser andere Geruch, diese andere Waschmittel, dann diese Kaffee, diese Mischung aus diesen Sachen, die da drin waren. Man wusste, wenn ein Paket kam, man kam aus der Schule, man hat aber gerochen, da ist ein Paket angekommen. Und wenn es so versteckt wurde, man wusste das. Das ist so unglaublich, diese Momente, auf die man sich dann gefreut hat. So, dann ist, okay, Weihnachten, das wird nochmal alles schöner, auch wenn man nicht weiß, was da gekommen ist. Dass man dieses Paket genommen hat, aufgemacht hat und dann diese... Ja, dieser erste Moment, als wenn man andere Luft einatmet. Es war halt irgendwie, hat jemand einen Arm gestreckt aus einer anderen Welt. Ich kannte sie ja auch nicht. Mein größter Wunsch ist einfach, die zu treffen. Du kennst ihn, wer ist das? Wen ich nicht kenne, der sich aber um mich kümmert, obwohl er mich auch nie gesehen hat. In den Original-Care-Paketen, die nach 1945 von Amerika aus nach Deutschland geschickt wurden, befand sich ein standardisierter Inhalt. Unter anderem gab es Fleisch, Butter, Zigaretten und Kaugummi. Vanillehosen aus Popeline, das war in den 80er Jahren. Da war ich sehr scharf drauf, das fand ich super. Das ich sehr gerne. Creme 21, Jakobskaffee, Kinderschokolade und Matchbox-Autos. Neckermann-Katalog war mal in einem Paket drin. Dann gehst du über, dann gehst du wie durch ein Kaufhaus. So. Weil du dir nicht vorstellen kannst, was es alles gibt. Du warst da und dann du musst kommen. Es existiert hier, dieser Waggon. Das Bett der hier in Brot Moskau. Also es ist so ein bisschen moralisierend. Denn die haben nicht jetzt irgendwelche Fakten oder so gesucht, sondern wirklich so ihr Gefühl, wie sie über Deutschland fühlen. Und da war halt kein Gefühl von Mitleid, weil das hat man eben nicht mit Deutschland. Es ist so unglaublich, diese Freude darauf und jedes Mal. Ja, Vorfreude und dann ist halt ein Geschenk. I was hoping for something that revealed that the package was from another culture. So what's it? You have to say nice. I will eat it with pleasure, with taste. Maybe do not think so much. It's cute. It's not too often. Meinst du nur so? Thank you very much. Siehst du? Oh. It comes from Bratislava.
und ich habe mich schon von vornherein gefragt, ja, was ist denn da drin, so ein Riesending? Ich habe es dann ausgepackt, so mühselig, da habe ich mich halt total gefreut. Ja, habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich ja so beschenkt werde. Ja, weil ich schon auch was Besonderes fand. Also ich habe ja auch mal hier und da andere Geschenke gesehen. Fand ich auch nett, aber also das, da wusste ich schon, also das ist jetzt so für mich das Optimale. Sehr witzig war es ja dann noch, als wir es umgedreht haben. Es steht nämlich auf diesem Bild drauf, dies ist gestohlen. Und wenn Sie sich mit dem Künstler in Verbindung setzen wollen, dann rufen Sie da und da an. Das ist wirklich so ein Moment in so einen Gewissenskonflikt gekommen, was ich jetzt damit mache. Ich habe mich doch so gefreut über das Bild und jetzt richtet wieder weggeben. Wahnsinn, ich kann es vielleicht sogar zurückgeben. Cool, das ist ja super. Was ist das denn? Das ist der Sarah, was ist denn das? Ich bin eigentlich total gefreut, dass in meinem Paket tatsächlich was drin war. Was richtiges, großes und so. Und dann habe ich das Ding umgedreht und hinten drauf stand, dass es wohl anscheinend geklaut war. Ob ich da bereit wäre, das zurückzubringen. Das war dann so ein bisschen seltsam, weil das bei mehreren Paketen draufsteht. Ich habe es halt für unwahrscheinlich gehalten, dass diese Geschichte drauf stimmt. Und deswegen habe ich es einfach aufgehängt, weil es mir eben, wie gesagt, gefallen hat. Also ich gehe davon aus, dass es nicht stimmt. Also dass es sozusagen Teil des Kunstproduktes ist, was dann auch hinten draufsteht. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, ich würde dieses Bild jetzt nicht mehr hergeben, weil es hier wunderbar hängt. Also insofern werde ich nicht daran denken, das zu verschicken. Das hilft auf jeden Fall. Paket kam an, war eine riesen Vorfreude. Und dann war halt das aufgemacht gewesen und komplett andere Sachen reingesteckt, von was auch immer, die haben die Sachen ausgetauscht, die haben so eine Grenze aufgemacht und haben was anderes reingesteckt und war halt, es war halt das Paket, war beschriftet mit was drin ist, da waren genau die Sachen drin, die nicht drin, also einfach nur gewechselt. Das war eine Enttäuschung.